vertreten sollte, herzliche Grüße übermitteln und sagen, dass ich ganz toll finde, wie Sie hier mit uns gemeinsam Menschen mit Behinderung so ins Leben einbeziehen, dass sie teilhaben können, so wie nicht Behinderte auch. Darum geht es. Und ich möchte ausdrücklich sagen, noch sind wir nicht so weit, dass wir alles gemeinsam machen. Aber ich denke, wir müssen dahin kommen. Und das ist ein guter Weg, zusammenzukommen. Und man sieht ja, wenn wir es gemeinsam machen, türkische, deutsche, arabische und sonstige Zuwanderer, dass wir gemeinsam das machen, was wir wollen, nämlich in diesem Lande gut leben und wo es noch Barrieren gibt, beseitigen wir sie auch gemeinsam. Rahatta sadece Almanlar için değil, Almanya'da bulunan ve engelli muhtaçlarımızın, yani Almanya'da ikamet eden tüm engelliler için olduğunu vurgulamak istiyor ve önemli bir vurguladığı nokta da şu: eğer el ele verirsek engelli, engelsiz, yani engellileri bir kenara bırakıp birlikte çok güzel yaşayabileceğimizi bugün de gördük diyor, burada gördüm diyor. Bunun için diyor adımlar atılıyor fakat daha yeterli değil. Fakat hep birlikte el ele verirsek bunları aşıp birlikte engelli bireylerin diğer toplumun diğer kesimleriyle bir arada nasıl yaşayabileceğini görebiliriz. Hepimiz el ele vermeliyiz. Am 3. Dezember feiern wir weltweit den Tag der Menschen mit Behinderung, also am nächsten Donnerstag. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass die UNO-Behindertenrechtskonvention uns alle Möglichkeiten und alle Rechte gibt, so am Leben der Gesellschaft teilzuhaben, wie wir das wollen und wie es unserer Persönlichkeit entspricht. Wir sind nicht besser oder nicht schlechter als nicht behinderte Menschen, wir sind nur ein bisschen anders. Und das Anderssein ist das Gute an uns. Wenn alle gleich wären, wäre es ja langweilig. Die Unterschiede sind das Schöne an uns und die Unterschiede machen auch die Möglichkeit, dass wir zusammen was gemeinsam machen können, wir kooperieren können. Wenn jeder das Gleiche könnte, würden wir nie zurechtkommen. Also lasst uns die Unterschiede hervorheben und froh sein, dass der andere anders ist, die andere anders ist und wir so zusammenkommen können mit unseren Unterschieden. Und das ist das Gute daran.